Und letztes Jahr war ich auf dem Laubhüttenfest und am 7. Oktober auch, als die Bomben gefallen sind, sind wir in die Bunker gegangen im Hotel und ich war sehr berührt von dem, was da passiert ist. Ich konnte das nicht glauben. Ich bin am 9. Oktober zurückgekommen mit einem Flieger und was in Deutschland und auch in der Welt passiert ist, hat mich erstmal geschockt und ich konnte das nicht fassen. Und dann haben wir gemerkt, was können wir tun, ja, weil so viel Hass aufgestanden ist, auch in Deutschland und auch die israelischen Fahnen runtergerissen worden sind. Und wir haben gesagt, eine Freundin und ich haben gesagt, das geht nicht, wir müssen aufstehen, wir dürfen nicht mehr schweigen. Und so haben wir angefangen, jeden Montag seit November in der Stadt, mitten in der City, halten die Fahne für Israel hoch und sagen, wir sind an eurer Seite, wir sind für das Land, für das Volk, für das jüdische Volk. Und wir reden über die Geiseln jeden Montag und Menschen kommen dazu, gucken, es ist mitten in der Öffentlichkeit. Wir wollen einfach sagen, wir stehen auf, auch in Deutschland. Wir stehen auf, auch gegen den Hass, wir stehen auf für das Volk und auch für das, was Israel passiert ist. Es ist so schlimm und wir sagen die Wahrheit, wir sagen das, was wirklich passiert mit den Menschen. Und wir grüßen aus Darmstadt jeden Montag, um zu sagen, ihr seid nicht alleine. Und es gibt Menschen, die zu euch stehen, die für euch sind.